Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Können wir sonst hier irgendwas ansehen von dem Trödel? Ich glaube eher weniger. Aber wir haben ja gehört, der Papagei war vorhin etwas aufmerksamer, als wir Platos verlorenen Dialog erwähnt haben. Mal gucken, vielleicht kann der uns ja helfen. Polly will einen Cracker. Polly braucht Crack. Polly want a cracker? Polly want a cracker? Das bringt schon mal viel. Echo? Echo. Echo. Oh, wie schön. Caribou. And Tyler too. So ein netter. Hippocrates? Hippocrates! The father of medicine! Aha. Dann müssen wir Sternard nochmal anreden. Drücke den Vogel. Nein, ich glaube eher nicht. Me and you. And Tyler too. Okay, das funktioniert schon mal ganz gut. Caribou. An Tyler too. Polly want a cracker? Polly want a cracker? Ich glaube, wir holen Sternhard noch mal her. Wahrscheinlich kommt uns jetzt entgegen, ja. Begging your pardon, you can't go in there. The temple isn't safe. Warte mal, ich guck mal grad, können wir dem eigentlich hier den Sack? No thanks, I don't want it. Ich dachte, wir könnten ihn auch damit dann überzeugen, hier den tollen Artikel. Aber gut, wir reden nochmal mit ihm. Listen. Yes? I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. I don't know the title. Title! Well, at least you're an honest man. So. Mal gucken, ob der Vogel jetzt was zu sagen hat. Title? Hippocrates! A friend of Socrates! Na, danke, da haben wir doch schon unsere Antwort. Dafür an die Peitschen können wir den nicht. Gut, dann sollten wir eigentlich jetzt in den Tempel kommen, oder? Ja, ist doch gut. Excuse me. Yes. About exploring the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. The Hermocrates. That's it. That's it. Well now, perhaps I was wrong. You seem to know what you're doing. Walk this way, please. I don't trust this guy, Indy. I know what you mean. Come on. Ja, ja, wir kommen ja schon. Das macht er mal hier langsam. Meine Güte. See what you can do. Okay, hier weiß ich halt auch einigermaßen, was zu tun ist. Aber wir schauen uns erstmal um. Wie gesagt, ich habe es mir neulich erst nochmal angeschaut. Und früher auch relativ ausgiebig gespielt. This one looks different, more deeply etched. Schon mal ein Hinweis. Engraved symbols of water and life. Hast du irgendwas zu sagen? Let's talk. What's up? Mit ihm reden ablegen können wir später machen. Let's keep looking. Fine. Obwohl, nee, das könnte sie sogar jetzt machen. I can't. Years of tarnish have it all gummed up.
Fürs Erste kommen wir ja mal nicht weiter, aber wie gesagt, wir können ja mal Sophia fragen. Sophia, let's talk. What's up? Und du könntest mal eine Runde Sternhard ablenken. Could you talk to Sternhard and keep him occupied? Okay. Dr. Sternhard, I'd like to speak to you. Das ist voll nützlich. So, bla bla. Dann können wir nämlich jetzt in Ruhe nach draußen gehen und uns an seinem Stand umschauen und die Petroleumlampe hier mitnehmen. Good thing that pest Sternhardt's not around. Können wir die schon mal öffnen? Yep. Gut, gehen wir zurück in den Tempel. Wie gesagt, da kann ich mich halt noch ziemlich gut dran erinnern, wie das Rätsel hier zu lösen war. Und wir... Excuse me, won't you? Ja. Let's see what your friend is up to. So, you took my lamp, eh? I hope you know what you're doing. Natürlich. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Look, the kerosene ate away the tarnish. Remarkable. Ah, dass der da selber nicht drauf gekommen ist. So, schnappen wir uns das Ding mal. Marvelous. Schön, wie leicht er zu begeistern ist. Das packen wir dann einfach mal hier rein. It fits perfectly. Now it looks kind of like an elephant. Amazing. Genau, und jetzt können wir nämlich auch ganz einfach mal hier den Hebel ziehen. Look at that. Astonishing. Bless my soul, the tomb of an Atlantean king. Here's a small stone disc with images of land and sea engraved on it. I do believe it's a world stone. At last I have the thing. Goodbye, fellow seekers. Wait. Oh no, he got away. Na, das hat ja super funktioniert, aber er hat noch ein bisschen was übersehen hier, nämlich eine wunderschöne Gruft. Ne, eine glitzernde Perle, die nehme ich mal mit. Too bad for Sternhard. He missed the Orichalcum bead. Orichalcum gibt es übrigens wirklich. Könnt ihr mal bei Wikipedia nachlesen. Who knows? Maybe it is the tomb of an Atlantean king. Diese Dame halt Wahrheit mit Fiktion vermischt hier bei dem Spiel. Plato, Sokrates und so, die gab es ja auch früher mal. So, dann fahren wir jetzt einfach mit der Perle zurück nach Island. Ging ja zum Glück relativ fix. Wir können uns den Jeep mal anschauen. It's a rental. Na, das habe ich mir gedacht. Ich glaube nicht, dass du deinen eigenen Jeep hier mitnimmst. Hui, angekommen. So, dann ab in die Ausgrabungsstätte. Oh. Steif gefrorener Heimdall. Too bad, he's frozen solid. A little too dedicated to his work, I guess. Na, wahrscheinlich. Okay, dann können wir nämlich jetzt mal hier... Alter, zumindest hier den... Aalkopf schon mal. It looked like a bead would fit in the eel's mouth. Freigelegt. Dann hauen wir mal die Perle rein. It fits perfectly. Whoa! Look, it melted itself right out of the ice. Na gut, dann nehmen wir den mit. Dankeschön. Ich glaube, über diese Figur wird sich unser Freund Costa freuen. Mal anschauen. It's a bronze coil. Ja, das bringt mich jetzt unglaublich viel weiter. It's set for the airport. Jui, wieder zurück auf die Azoren. Wir landen mal. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Zeitung hier überhaupt noch mal... Es kann sein, dass wir, glaube ich, für den Rätselfahrt mal gebraucht hätten oder so. Oder für den Actionfahrt.
Das kann natürlich sein. So, dann mal gucken, ob wir was aus ihm rauskriegen. Mr. Costa? You again? What do you want? Let's talk about a trade. Okay, what you got? Ach stimmt, wir könnten jetzt auch, warte mal, hier dieses tolle Archäologie-Magazin. I'm offering this rare archaeology magazine. That magazine rejects all my articles. You keep it. Got anything else? Ja, die tolle Peitsche. I'm offering this genuine American-made bullwhip. Not a chance. What good is a whip in this day and age? Got anything else? I'm offering this mysterious eel figurine. Now that looks interesting. You've got a deal, mister. Now listen carefully. I don't know exactly where to find it, but... The Lost Dialogue of Plato is in the Ashkenazi collection. Got that? I think so. The Ashkenazi collection. Very good. Nice doing business with you. The Ashkenazi collection? You know something, Sophia? I believe Barnett College owns the Ashkenazi collection. So ein Zufall aber auch. Ein Versuchslabor irgendwo in Deutschland. Dr. Ubermann, fantastic news. Colonel, at last! See what Herr Jones has kindly provided. What on earth? Isn't it amazing? You fool! You come back to show me this... prehistoric knick-knack? Herr Doctor, I believe this knick-knack, as you call it, comes from the Lost City. Then we have failed! I see no evidence here of some magical metal Plato called Orichalcum! Look here. Concealed in the base is a small shiny bead. And it glitters like fire! Exactly as Plato described! It's my guess we've found the treasure we seek. I never guess! We must test! My God! We've done it! The energy of uranium without any radioactivity! And those smug American scientists know nothing! That gives me an idea. Suppose I place the bead inside the statue's open mouth. You saw that? Think of trucks powered by these beads. Think of tanks. Think of airplanes. Use your imagination, Colonel. Think big like the Americans. Think of bombs. Na, das sieht ja alles nicht so gut aus. Aber wir sind wenigstens mal wieder zurück. Klapp, klapp. So why are you dragging me in here? Plato's lost dialogue should be here somewhere. Need some help? So, ja, wie gesagt, wir haben es hier jetzt die Möglichkeit, uns oder den Weg schon mal zu ebnen für die späteren. Wir haben es halt einmal die Möglichkeit, du wärst mit nur im Weg. Kannst du mitkommen, du hast kein Rückgrat. Ich glaube, das ist für den Rätselpfad.
Das ist dann für den Action-Pfad und das ist halt für den Team-Pfad. Yes, please, it's scary in here. Save the sarcasm, Jones. I'll meet you in your office. Ja, schön. So, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ist gerade mal wieder an der Zeit oder passt ganz gut, dass wir hier dann die Folge beenden. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.